Ich muss ja nicht springen. Ja, dieser schwebende Block, ich weiß. Was ist damit? Der ist wahrscheinlich, also hier war vor kurzem ein Golem und der hat anscheinend einen Block weggenommen, obwohl das nicht geht, weil ich ja Mob-Griefing aus habe. Und irgendwie schwebt dieser Block jetzt hier in der Luft. Frag mich nicht warum. Wow. Bist du das ja eigentlich, der hier die Bäume nur zur Hälfte ab? Nein, eigentlich nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Das ist wieder her, hab ich mir schon gedacht. Ja. Nein. Warte, ich will mal ganz kurz was gucken. Was willst du gucken? Google hat mich gerade wieder ausspioniert. Weißt du, was ich nicht sagen darf? Ich darf nicht sagen, okay, gut. Weil er denkt, schon wieder, sag ich doch. Geht mein Handy wieder direkt los. Warte, ich mal wieder ausmachen. Oh Gott, ey, da ist ja gerade wieder der Jaguar. Ich werde den beinahe voll. Immer wenn ich das sage, dann denkt mein Handy, denkt Google, dass ich. Okay, Google, scheiße. Gesagt habe. Bitte nicht, okay. Man muss echt. Also, ich darf nicht, okay, Google, ach, scheiße. Okay. Genauso ungefähr. So, warte, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier. Ich guck mal gerade mal noch nicht oben rechts hin. Das gucke ich mir gleich an. Ich will nur gucken. Guck mal sogar. Oh Gott! Sogar die Kühe. Oh Gott! Hab ich die Kühe da reingemacht oder wart ihr das? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Keine Ahnung. Verdammt! Ich klemme jetzt mal das nicht schreien. Achterbahn der Emotionen hier. So. Oh, hier ist sogar, hier ist sogar schon eine Tür drin, ne? Das gibt's ja gar nicht. Ja, du, ich. Toll, jetzt bin ich hier irgendwo. Die Brücke machen wir bei Zeit noch ein bisschen schöner, ne? Ich habe gedacht, das übernimmt einer von euch, weil ihr könnt so schön bauen. Welche Brücke? Na, hier, das über die Schlucht, das ist ja gerade mehr noch so schlecht als recht. Also, kann ich man so, ja, da habe ich mir auch schon gleich gedacht, hä, was baut ihr denn da? Das ist eine richtig gute Idee. Gar nicht die erste Folge gesehen habe und dann. Ja, nee, ich habe das in der ersten Aufnahme, haben wir uns das gar nicht vorgenommen. Da war immer nur so ein Erdweg, ganz billig. Ja, mach mal ein. Scheiß Erdnüsse, Alter, die bringen nur Nachteile. Voll verschluckt, Alter. Fuck, ich sterbe jetzt hier beim Aufnehmen. Das ist ein schöner Tod. So, warte, jetzt gucken wir uns mal Jonas Bude an. Ich habe das ja aber schon ein bisschen so in der Map gesehen, bei der Nitrado-Map. Okay, sehr, sehr schön im Stil gehalten. Ich hoffe mal, dass ich den Eingang finde. Okay, Java ist wohl immer noch so genauso behindert wie früher. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss echt mal ein Update machen. Woran? Ich bin genauso behindert wie früher. Bei dir läuft alles nur oben? Ja, bei mir läuft alles super. Es gab nämlich ein paar Problemchen dabei rufen. Der konnte Curse nicht installieren und manuell ließ sich auch überhaupt nichts installieren. Deswegen hat er komplett sein Computer neu aufgesetzt. Und jetzt läuft aber alles, zum Glück. Das freut mich natürlich. So, jetzt warte. Ich wollte ja eigentlich hier hingehen. Hier ist der Eingang. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir mal einen Blick wagen hier. Warte. Oder willst du... Willst du, ja. Was machen? Dann geh du mal vor. Also, ja. Ich war gerade ganz kurz, meine Mutter war drin. So. Also, hier unten... weiß noch nicht, was da reinkommt. Ich habe noch keine konkrete, weil wir auch wieder Deko craften. Da habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber ich hoffe. Was denn? Ich laufe auch andauernd gegen die Treppe. Ich überlege auch noch, ob ich das besser mache. Na gut, auf jeden Fall möchte ich das halt machen, dass es immer spitzer wird, bis irgendwann oben sozusagen nur so ganz wenig Platz ist und dort dann halt ein Zaubertisch hin soll, sozusagen, weil ich bin ja. Ja, der offiziell, Magier genau. Hier im Dorfe, ne? Deswegen habe ich auch kurz. Staatlich anerkannter Magier. Staatlich anerkannter Diplom-Magier bin ich. Und deswegen habe ich auch kurz mal. Sag mal, Jona, wie. Okay, nice. Ja? Sehr, sehr gut. Ich wollte dich fragen, wie man Schüssel machen kann, aber ich kann das auch selbst machen. Cool, die geht sogar raus an die Schlucht, das ist natürlich auch nice. Da wollte ich auch noch vielleicht so einen kleinen Balkon bauen, so. Ja. Das ist auch noch nicht so. Aber ich fand es auch eigentlich ganz interessant, dass ich noch einen Anschluss an die Schlucht habe. Okay, ja. Und weißt du, warte mal ganz kurz, Konrad, warte, bevor du da gleich weggehst, komm ich mal ganz kurz rein. Geh nochmal kurz in den Keller mit. Den Keller jetzt. Achso, das bist du gar nicht, das bist du da oben. Das bin ich ja. Warte, ich mach da mal was weg. Ich spiele ja auch Minecraft. Ich bin das erste Mal gestorben. Guck mal, Konrad. Ja. Weil hier eine schöne Schlucht ist und ich mich schön hingestellt habe, wollte, habe ich nach unten runtergefallen. Total orientierungslos, ein bisschen überrascht. Eigentlich war direkt neben dem ich gestorben bin. Das ist ja aber eine andere Schlucht, oder? Ja, das ist die kreuzt die an die eine Schlucht. Aber es sind zwei Schluchten dann, ne? Mhm. Das ist ja hammergeil. Zwei. Okay. Ja, ich habe bei einer Höhle, da habe ich auch einen Kackturm hingesetzt erstmal. Okay. Danke. Und du kommst hier rein. Raus. Okay, sehr und gut. Da habe ich auch noch eine Schlucht gefunden, aber die ist nicht mit den anderen Schluchten verbunden. Also wir haben hier
Ja, wo ist schon eine bestimmte Kunst, sich die Tür selbst zuzuschlagen. Ja, das ist schön. Wo du gerade von Tod redest, ich hab auch überlegt, ob ich diese komische Grabsteinmod reinhaue, aber ich habe das erstmal nicht gemacht. Ja. Es sei denn, wir sterben jetzt so oft, aber eigentlich habe ich jetzt gedacht, brauchen wir das erstmal nicht. Samaro stört mich ein bisschen. Geh mal hier. Ja, jetzt wo ich da bin, ich sehe ja hier, Jonah ist ja mal fleißig am Farmen, das kann ich auch übernehmen, weil ich bin ja eigentlich offiziell der Farmer. War natürlich jetzt schwierig, weil ich nicht da war, ist ja ganz klar, weil ich kümmere mich mal ganz kurz hier um die Kürbisse, die bringen ja eigentlich. Hallo? Scheiße, nix. So. Ich weiß nicht, warum hast du überhaupt eingebaut, finde ich. Einfach aus Prinzip, weil ich bin Farmer und ich meine, ich habe halt Kürbisse gefunden, deswegen habe ich sie direkt mir. Dann bau die im Meth-Labor deines Killers an, aber auf den Feldern könnte man, keine Ahnung, Karotten oder sowas anbauen. Wir haben so viele Felder. Das ist mal wieder eine super Idee. Ich kann das auch immer noch erweitern, wenn ich will. Ja. Aber wir wollen ja alles im Look halt nicht. Ich war mir auch nicht sicher, ob der Turm so den. Nee, das ist voll okay, Jonah. Finde ich echt gut. Die Ordnung entspricht. Das geht gerade noch so durch. Nee, alles gut. Den Bauordnungen. Am Ende kommt der mit Fackeln und brennt das ganze Ding ab. Gott. Nee, keine Angst. Das besteht komplett aus Holz, außer die Fenster. So, dann mache ich jetzt meine Aufgabe hier nach. Das sieht so geil aus mit diesem komischen Ding jetzt hier. So. Aua. Oh, lol. Was? Wieso greift er mich an? Ah! Der Puma. Ja. Ja, warum lol? Ich dachte, die sind greifen einen nur an, wenn man die angreift. Ja. Aber den hast du jetzt getötet, ne? Nein, habe ich noch nicht getötet, aber ich werde ihn jetzt finden, weil er sich gerade meinen Schaffer gemacht. Ja, echt? Also er ist auf jeden Fall dahin gegangen. Oh Gott! Weil die Schafe. Hat er gedroppt? Big Kate Clo. Kannst du das mal geben, bitte, Jona? Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zahn oder so eine Kralle oder irgendwie sowas. Okay. Danke. Boah, wie die Sonne sich. So, hier war noch was? Ja, da ist noch was. Also ich baue jetzt erstmal so ein ganz normales Haus. Jo, mach so nichts. Ich werde mich dann irgendwie mal kümmern demnächst, dass ich versuche, die beiden Dörfer einigermaßen cool zu verbinden. Also jetzt nicht spektakulär erstmal. Und Straßen bräuchten wir. Ich finde nämlich diese Straßenbrücke hier etwas doof. Findest du scheiße? Ich finde das eigentlich ganz okay. Es gibt tatsächlich bei Chisel. Wie können wir denn mehr davon machen? Ach, mit so einer Hacke, ne? Ich guck mal kurz, was ich glaube bei Chisel. Einfach mit der Schaufel raufklopfen. Oh nein, bitte nicht. Mit der Schaufel, okay. Es gibt bei Chisel, glaube ich, Asphalt. Darauf kann man auch schneller laufen. Das will ich jetzt nicht, wie der heißt. Aber das ist noch ein anderer Mod. Und wie macht man den? Ich muss gucken, ich kenne das von Grongo und man kann den schüsseln. Also denke ich mal, dass es von Chisel ist. Weißt du, also Asphalt bringt jetzt nichts, wenn ich das suche hier. Asphalt. Warte, ich mach auch mal. Asphalt. Wir können Straßenblock oder so? Versenkte Straße, Tinkers Construct. Da, hier doch. Teil der Schmel. Da, du kannst dich da auf ein wenig schneller bewegen, aber das ist nicht das, was ich wollte. Hinter mir ploppen die ganze Zeit rote Zahlen auf, dass hier irgendwelche Mobs sterben. Okay. Komisch. Ach so, ja, so, der, das kann sein. Tschüssi. Gott, ich meine Kiste. Kann ich Maulwürfe einen Namen geben? Weiß ich nicht. Probier's aus. Ey, ich hab grad so Appetit auf so ein richtig schönes Stück Fleisch. Ich ernähre mich zurzeit nur vegan. Vegan sag ich schon, vegetarisch. Oh, lol. Also jetzt im echten Leben? Oh, ja, muss ich ja, weil Fleisch einfach so schwer zu verdauen ist. Ja. Das ist echt. Ich kann. Wie haben wir diese komische Mob Dynamic Light? Haben wir die? Welche? Was? Deine haben wir nicht drin. Den gibt's nämlich noch nicht an 1.10. Mörtel, aber was für ein Light haben wir denn dann installiert? Irgendwas mit Light hatten wir doch. Nee, ich glaube, ich wollte das, aber es gab es nicht. Also ich habe jetzt Dynamic Surroundings, das habe ich damit einfach entdeckt, dass es das gibt. Ruben, brauchst du ein bisschen Akazienholz? Ich habe noch ein bisschen was ich jetzt nicht so gerne. Unbedingt. Ist das nicht dieses Mörtel, aber Mörtel? Mörtel, aber nee, ich. Das ist es doch, aber es ist von Tinkers Construct wieder. Ich könnte schon. Holt einen Wolf herum. Sicher, dass es ein Wolf ist und kein Werwolf? Ich könnte schwören, man konnte das schüsseln. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das. Wie macht man das? Kies? Ton? Oh ne, das ist halt mal teuer. Weil, wenn ich mal ehrlich bin, ich finde die Umgebung gar nicht mal so schön. Nee? Ich hätte hier lieber mal ein paar Berge gehabt. Aber Zombies fühlen die Monster an, ja? Also bei Bergen bin ich auch immer ein sehr großer Freund von Minecraft.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Wir können ja mal uns dann umgucken nach Bergen. Wir bauen uns Berge. Nee, ich meine jetzt... wollen wir pennen gehen? Hi, ist eine sehr gute Idee. Aber Ruben hat noch nicht sein Bett. Ach, das hab ich noch, ne? Ich hab eure beiden Betten sogar noch. Toll. Ich hab mein Bett selber gecraftet. Ah, Creeper! Weil ich hatte die... Warte, Ruben. Kommst du klar? Ist ja erstmal diese Gefahr. Nein, was tust du? Ich wusste, dass das passiert. Entschuldigung. Hier, warte. Bitteschön. Entschuldigung, geh ich gleich. Oh, ich hab's noch nicht auf V gelegt. Warte, das mach ich gleich. Hier. Ja, dann mach ich mir ein Doppelbett, ne? Aber ich glaube, ich... Soweit ich weiß, habe ich gar keinen Platz dafür. Ja, ich hab's in meiner unglaublichen Voraussicht, das vorher am Anfang vor euch gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es so lange dauert, bis wir alle mal wieder Zeit haben, damit euch dann. Dass ich euch das feierlich übergeben kann. Müssen wir doch irgendwas überlegen, dass die Schafe irgendeine Art Wind fangen, dass die Schafe nicht direkt in mein Haus reingehen können. Weil wir die Dorfbewohner hier mal rumeiern. Kann es sein, dass es weniger Dorfbewohner geworden sind? Nee, ne? Ja. Könnt jetzt bitte ins Bett gehen? Ja, achso, ich dachte. Sag mal was. Das ist doof. Habt ihr welche gekillt? Sterben durch die Monster. Achso, okay. Also, das ist ja auch in unserem anderen Dorf passiert. Ja, genau, na gut. Irgendwas ist mit meiner Maus los, das ist irgendwie. Oh, hier war ein Enderman. Ja? Ja. Hi. Komm, bist du da? Ah, ja. Ich ignoriere diese Typen irgendwie. Die machen irgendwie nichts Böses, habe ich das Gefühl. Mach doch Half-Slaps. Ach, pff. Na gut, was sag ich da? So, warte, ich mal noch mal ein bisschen... Ah ja, ist perfekt. Was weißt du denn schon? Ja, ist typ, ja. Typ, der fast mal ein bisschen Liebe hier. Anderthalb Jahre länger Minecraft spielt als ich. So. Aber Jona, weißt du, was das für die Psyche dann? Wenn ich nachher weiß, dass da ein Hohlraum ist, dann fühle ich mich unwohl. Muss ich irgendwas überlegen mit den Schafen. Nachpflanzen, ne, Konrad? Nee, ja, klar. Nachpflanzen, ja. Ne? Ich kümmere mich gerade ein bisschen um die... Ich war doch der Typ, der sich darum... Ich weiß doch ganz genau, dass du deine Moralaposteln durch die Gegend... posaunst und selber... Es war nur ein gut gemeinter Tipp, Jona. Das ist wie mit den Grünen, fahren auch immer die dicksten Karren. So, die Grünen, die Partei. So, Jungs und Mädels, macht mal ein bisschen jetzt hier... bisschen Liebe. So, sehr gut. Fügt die Kühe das auch natürlich nicht. Das andere Gehege mit den Schafen, gehört das dir oder gehört ja, das ja. Herbert oder gehört? Ja, was heißt gehört mir? Wie Herbert und ich haben beschlossen, es ist im Kommunismus hier, jedem gehört alles. Wollte ich auch gerade sagen. Ich möchte lieber Anarchismus. Oder Kapitalismus ist auch... Ich möchte Kapitalismus! Aber also da ich ja wie gesagt eigentlich der Farmer bin, deswegen gehört es schon mir eigentlich. Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin verantwortlich dafür. Das ist glaube ich besser ausgedrückt. Aber wie gesagt, also wenn ihr was braucht, ihr könnt euch gerne bedienen. Es ist nicht so, dass es für euch eine Sperrzone ist. Aber so würde ich sagen, ist das mit allem. Also... Also immer schön fleißig neue Akkarten. Kann man hier irgendwie noch so ein Dings bauen? Nochmal so ein Extra-Gatter? Haben wir eigentlich dieses Architektor-Craft? Nein, habe ich nicht. Aber wenn du unbedingt wollt, kann ich das gerne machen. Ach, vielleicht. Das wird sich für Jonas Bude auch sehr anbieten. Muss ich von auch dran denken. Aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich jetzt nicht so übertreiben mit Mods. Wir haben ja schon 27, ist unglaublich. Aber das ist halt so, dass durch diese ganzen so kleine Sachen, wenn ich hier immer ganz kurz gucke hier, sowas wie Dynamic Surroundings, die du eigentlich im Spiel gar nicht merkst. Oder irgendwelche Sachen, die einfach durch Mods mit hinzukommen. Die irgendwelche, wie heißt denn das? Code Chicken Core und Code Chicken Lab. Das kann ich irgendwie was mit... Was ist das denn überhaupt? Hi! Ich weiß gar nicht, wozu das gehört. Hey, was war denn das? War das gerade Leon, ja, ne? Mayday, Mayday. Ach so, nee, alles hallo. Ah, ich wusste das eben gar nicht. Was mach ich denn hier? Ich wusste es eben gar nicht. Ja, ich habe mich schon in der Gegend herumgeguckt. So, was kann man. Oh, Rufen, hammergeil. Was denn? Man kann aus diesem Big Cat Claw, also was der Dings eben gedroppt hat, was der Panther. Du kaltblütig ermordet hast. Ja, daraus kann man eine Peitsche machen. Ich weiß natürlich nicht. Boah, ihr seid so laut. Ich weiß natürlich nicht, was man damit machen kann. Peitsche wahrscheinlich. Oh, Minecraft-Musik, richtig geile Minecraft-Musik. Ja, weil die läuft bei mir die ganze Zeit, das ist schön. Das habe ich auch irgendwie vermisst. Ey, Minecraft-Musik, das ist echt. Müsste eigentlich mal meine Minecraft-Playlist einfach mal normale Minecraft-Musik reinmachen. Mhm. Ich habe die so lange nicht mehr gehört, das ist echt... Hörst du jetzt eigentlich gerade Musik, oder? Ja, ich höre meine Mucke. Wenn die sieht... Darf ich Musikwünsche äußern? Ich hätte gern Sorry von Justin Bieber. Ich guck mal, ob ich jetzt mal den Blog finde hier, der einen schneller macht, weil ich bin mir sowas von sicher, dass es bei Chisel war. Weil Gronkh hat den nämlich auch immer gechiselt für seinen Weg da unten. Das Geile ist, wenn man diesen Block mit Wasser kombiniert, ist man nochmal schneller. Das ist ultra krass.
Aber ich glaube, ich weiß halt nicht. Factory Block, Temple Chiseled, Stone. Sonst guck doch bei Bank in die Folge. Ja, nee, das Problem ist, er macht das meistens offscreen, diese Sachen. Weil es halt so lang. Ach so. Also, es gibt natürlich Sachen, wo er das macht, müsst ihr aber mal gucken. Warte, ich glaube. Oh, mir hat gerade geknackt, ich glaube. Ja, das hat sich eben komisch angefühlt. ich glaube, ich werde jetzt mal mein Schafskarte mal ein bisschen modernisieren hier. Hab ich noch Zaun? Melonen wäre mal was Geiles. Ich werde mal ein paar Karotten, damit sie wenigstens vorhanden sind bei den Gegnern. Ja, mach das mal. Fleisch und so. Hat ich einfach. Was? Da spricht niemand. Was? Hat Jona, hat Herbert jetzt eigentlich schon das, hier diese Tinkers Construct Schmiede gemacht, ne? Was weiß? Die Schmiede von Tinkers Construct. Also, ihr habt nicht irgendwo etwas Großes, Komisches rumliegen sehen, was sehr schmiedig aussieht. Nein. Ja, okay. Schmiedig. Das ist sehr schmiedig. Und wie sah der Verbrecher aus? Schmiedig. Ach du Scheiße. Das sind ganz großer Jungs. Ja, genau, so ungefähr. Nee, weil ich hatte gedacht, er macht das schon. So, Schafis, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen. Es gibt hier ein paar Änderungen im Stall. Fuck, mir fehlt ein Zaun, ne? Ah, nee. Aber es wird mehr und mehr zum Massenverhalten, wenn ich jetzt hier noch das Ding mache. Eine Frage, Konrad. Bauen wir eigentlich wieder auch eine U-Bahn? U-Bahn? Wehe. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt erstmal nicht geplant, aber. Also, ich glaube, ich könnte das machen. Ja, also ich habe nichts. Hä? Ich durfte? Achso. Ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Relativ nah beieinander, deswegen. Ja, aber ich meine. Aber ich würde auch gerne. Wenn ihr mal zum Gebirge wollt, dann können wir ja mal mit U-Bahn fahren, zum Beispiel. Aber man kann ja auch. Ich habe auch überlegt, ob man nicht auch vielleicht so eine kleine Zuganbindung macht, sozusagen. Der muss halt auch irgendwo hinführen, also es sollte schon. Überirdisch, sozusagen von Dorf zu Dorf, auch vielleicht so eine doppellinige, also so mit zwei. Ja, das können wir machen. Also ich würde. Können wir eigentlich theoretisch nicht. Ich habe nicht richtig geile Idee für einen Bahnhof. Warte, ich probiere mal okay Google aus. Okay Google. Minecraft Mod Asphalt schneller laufen. Guck, ob das geht. Ist doof, ich muss trotzdem rüberlaufen, um mein Handy zu holen. Bringt natürlich jetzt überhaupt nichts, aber. So. In der Küche ist aber nichts weiter passiert, ne? Außer, dass hier eine Kiste ist. Die nicht aufgeht, weil ich vom Server gleich fliege. Er ist so ätzend. Warte doch mal Melody Mode oder so. Ja, das kann sogar. Aber ich weiß nicht, das hängt, glaube ich, gar nicht mal. Oder ich frag mal Joshua. Ja. Warte, ich geh mal ganz kurz rüber zu meinem Handy. Warte. Warten. So, warte. Kirche und schneller laufen Mod. Ist auch geil. Es gibt Kirche und schneller laufen Mod. Minecraft schneller laufen. Ich hab eine Enderperle. Sag mal, kann es sein, dass sich Bäume wieder selbst einpflanzen? Eigentlich, also die Mod ist nicht explizit drin, aber es kann sein, dass es bei Minecraft ist. Ich hab so das Gefühl, dass es das schon immer gab, dass es gar nicht extra eine Mod ist. Nicht. Warte, ich guck mal, ob das. Sehr suspicious. Suspicious ist das. Ja toll, jetzt fange ich auch noch an, Englisch zu reden. Asphalt, ja, das ist so ein Schiss. Suspicious ist. Aha. Concrete, das ist das. Concrete heißt das. Jetzt das ich sag's dir ganz konkret. Aber es gibt's hier nicht. Hä, wie heißt das denn auf Deutsch? Genau, da muss ich immer an die Fantastischen Vier denken. Ich sag's dir ganz konkret. Wie war's nochmal? Es ist Tida. Oder ist es jetzt falsch? Ich hab auch, glaube ich, auch gerade was durcheinander. Ja, bitte. Hör auf. Ja. Chisel, Roadlines, okay. Aber kann es sein, dass es. Warte, ich kann ja einfach mal gucken, wie das Rezept ist und dann kann ich eben gucken, ob das hier geht. Konkret, sag ich doch. So. Ach so, das ist ganz einfach. Man muss einfach Kies. Ein geiler Fußboden. Man muss einfach Kies in den Ofen hauen. Kies. Weißt du nicht, wie das. Kann sein, dass das einfach auf Deutsch weder Asphalt noch Konkret heißt. Kies in den Ofen hauen. Oh, ja. Cool, ein Dachs. Schön. Aber da brauchen wir erstmal Kies für. Ja, ich hätte mir jetzt. Sag mal, Konrad. Ja? Gott, weißt du, warum hier die Augen um diese Tiere rumspüren? Das ist, glaube ich, More Creatures oder so. Das ist. Also, das heißt, wenn Augen sind, das heißt, du wirst sozusagen gesehen. Wenn es Schwert ist, heißt, du wirst angegriffen. Und wenn irgendwas anderes ist, heißt, die sind irgendwie gerade am Verrecken oder so. Keine Ahnung. Das ist. Kommt, glaube ich, mit More Creatures oder mit irgendeiner Mod mit. Schwein sieht mich. Seh mich, Schwein. Und guck mal, wenn hier so ein Herz drum ist, das ist auch noch was anderes und das ist nicht das Normale. Dann sind sie verliebt, glaube ich. Ja, aber nein, also das ist nicht das Normale. Das Nahrungsmittel, was sie in der Hand anhast, sorgt dafür, dass sie
Ja, aber das sind doch mal andere Herzen, wie du hier gerade siehst. Rollig sind. Ja, weil das Schwein fast tot ist. Nee, das glaube ich nicht.